Das Fleisch ist sogar ausgezeichnet worden? Genau. Ja. Ah, wie in welcher Form ausgezeichnet? Das ist das beste Fleisch, glaube ich, Dönerfleisch hier in Dortmund war. Ach krass, so ja. Zieht euch das rein, bestes Dönerfleisch in Dortmund sogar. Jungs, Mann, ihr macht mir noch mehr Bock auf den Döner. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands heute in Dortmund mit euren Top-Kommentaren. Lang ersehnt und jetzt haben wir es am Start. Ihr habt diesen Döner direkt in den Kommentaren gewählt. Sehr geiles Format, wie ich finde. Da hinten Kay Maris. Ich bin sehr hyped. Alles weitere erfahrt ihr jetzt, worum es gehen wird, was es gibt und so weiter und so fort. Bis gleich. Und eins, wo wir ein bisschen die Eier flattern. Die Frage, die im Raum steht, wird die Belohnung geknackt, die hier oben eingeblendet ist, die ich für den ausgesetzt habe, der mir meinen bisherigen besten Döner in den Kommentaren top. Wird es heute geknackt? Ich habe Eier flattern. Wir werden sehen. Wir haben Ahmed am Start. Moin Ahmed, grüß dich. Hallo. Na, du hast eben schon gesagt, den Döner, den wir jetzt testen, den kennst du. Was sagst du so, deine Einschätzung zu diesem Döner, so ganz allgemein? Würde ich eine 7,5 geben. Ja, und warum? Was ist geil an dem? Also am Ende vom Brot, dieses Saftige ist schön. Ja. Was ich nicht mag, dieses Hähnchenfleisch und dieses Süddanerfleisch zu mischen. Also von kleinen jungen Boy. Okay. Musst du doch nicht mischen, du kannst doch einzeln nehmen. Nee, kannst du nicht. Das Fleisch ist schon so produziert. Ach, das ist immer gemischt? Ja, immer gemischt. Ach krass. Was mir der Ahmed eben noch gesagt hat, den ich quasi interviewt habe, ist der beste Döner, offiziell bestgetestete Döner. Also die Latte ist hoch von Erwartung. Muss ja auch sagen, wir haben einen Unterschied zu den anderen Dönern, die wir getestet haben. Wir gehen ja dieses Mal vom Top-Kommentar. Und das heißt, nicht nur irgendwie 2, 5, 10, 20 Leute haben diesen Döner empfohlen. Ich glaube, 1000 Likes hat er gehabt. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Dieses Kommentar wurde 1000 Mal geliked. Das heißt, es ist also für mich so vom Potenzial her, der muss knallen. Der muss einfach knallen. Willkommen zurück heute bei Kay Maris in Dortmund. Doch lasst euch nicht von der Stille trügen, denn der Mann mit den schönsten Beinen Deutschlands ist wieder da. Und er wird ihm hier auf den Zahn fühlen, dem Ansprechpartner. Und so wie es einst schon Goethe sagte, so sagt es auch der Ansprechpartner. Döner ist mein Leben. Doch was wäre dieser Laden ohne den Cousin? Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil vom saftig-knaftigen Holle 2164. Da ist er, der Hund. Also nicht der Hund, sagt man so. Guck, wir haben hier noch einen Ehrenmann, der sagt Döner heftig bei Maras. Ne? Ja, also bei Maras auf jeden Fall Döner heftig. Gibt vielleicht noch ein, zwei andere, aber Maras ist schon echt top. Offiziell best ausgezeichnetes Döner NRW. Da würde ich tatsächlich auch dem Ahmed recht geben. Ja, was zeichnet den aus? Kannst du das sagen? So? Was ja, tatsächlich der Salat, der ist immer frisch. Also man kennt das ja vielleicht so generell grüner Salat, Zwiebeln, ist das. Fleisch ist Handarbeit, also wird jeden Morgen auch selber gemacht, der Spieß. Ah, das ist wichtig. Deswegen, das ist schon echt top. Cool. Danke dir für die Aussage, ne? Jungs, wie gut ist der Döner hier? Ehrlich sagen, das ist der beste Döner hier in Dortmund. Bester Döner in Dortmund, ja? Auf jeden Fall besser in Dortmund. Ich glaube, jetzt so mit ganz Deutschland wird schwierig, aber... Wieso glaubst du, dass es schwierig wird? Also man sieht immer so diese Special-Sachen. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber vielleicht kann er auch so, einfach weil er so Standard ist, einfach überzeugen. Ich sage euch auch ehrlich, es muss kein Special. Das wertet manchmal Döner auf, aber es muss kein Special. Manchmal sind die Basics gut. Weil ich hole mal dem Chef, dass wir das dem Chef eben nochmal sagen können. Warte mal. Döner! Also Eierflattern gehabt, ne? Also der schmeckt schon richtig geil, weil das Fleisch ist halt wirklich richtig geil. Das Fleisch ist ja sogar noch ausgezeichnet worden hier. Das Fleisch ist sogar ausgezeichnet worden? Genau. Ja. Ah, wie in welcher Form ausgezeichnet? Das ist das beste Fleisch, glaube ich, Dönerfleisch hier in Dortmund war. Ach krass, so ja. Zieht euch das rein, bestes Dönerfleisch in Dortmund sogar. Jungs, Mann, ihr macht mir noch mehr Bock auf den Döner. Da würde ich sagen, danke für euch für die Aussage auf jeden Fall. Ne? Ein Special, Leute, gibt es wieder in diesem Video. Aber nur, wirklich, weil wir brauchen die 20.000 Likes zum ersten Mal in diesem Video. Haut ihr bitte die Likes voll, 20.000, wenn wir die kriegen. Dieses Video basiert ja darauf, dass ihr diesen Döner gewählt habt. Direkt in den Kommentaren mit dem Top-Kommentar. Es ist hart für mich, muss ich wirklich sagen, weil Sohn, gerade alles mögliche Umzug, viel Action, deshalb ist es hart für mich. Aber bei den 20.000 Likes könnt ihr den Döner direkt wählen. Ich fahre dahin, scheißegal wo, ganz Deutschland, ich baller dahin. Ich löse mein Versprechen ein, haut mir euren Top-Döner in die Kommentare und den ihr sehen wollt, natürlich ballert die Likes auch bei diesem Dönerrennen, damit wir einen Top-Top-Kommentar haben. Like das Video und euren Döner, den ihr sehen wollt, in den Kommentaren. Und jetzt geht's Dönerfratzen. So, jetzt haben wir die offizielle Seite nochmal. Wie heißt denn? Zedim. Okay, also so meine Fakten, die ich jetzt mitgekriegt habe. Ne? Ihr habt den Laden seit 92, ne? Seit 92. Qualität seit 92, gleichbleibende, geile Qualität vom Döner. Am Wochenende hat der Chef gesagt, manchmal bis zu 150 Kilo Fleisch war er dir weg, ne? Und das ist das fand ich auch heftig, es ist Pute und
kalt gemischt, das Fleisch, ne? Genau. Das habt ihr ja von Anfang an, ne? Das haben wir von Anfang an, genau. Wie kam es dazu, dass ihr auf diese Schiene gegangen seid? Weil ich kenn's so nicht. Also wir haben das gerade nochmal, die Jungs nochmal in sich gegangen. Die haben einfach viel rumprobiert. Haben geguckt, was schmeckt gut, was schmeckt nicht gut. Und haben einfach die Mix gefunden und gesagt, es schmeckt heftig. Und ja, das werden wir heute testen. Das Fleisch ist selbstverständlich, hat man glaube ich eben schon genommen. Aber es ist natürlich selber gemacht, täglich frisch. Es gibt inzwischen 3 Läden hier in Dortmund. Ne? Hier wurde dick investiert, das darf ich sagen. Ne? Mehrere hunderttausend wurden investiert. Um diesen Laden so zu machen, wie er ist. Wir werden jetzt gleich nochmal hier den Laden auch noch angucken. Erwartungen so groß, enttäuscht mich bitte nicht. Wir geben unser Bestes. Also, wir haben hier sogar einen extra Pizzabäcker am Start. Du bist nur für Pizza da. Ja. Ah, Lamajou machst du auch. Lamajou. Okay. Ach geil, ich mach Dönerbrot. Ist das so wie ein Fladenbrot, was man da kriegt? Nein, der Dönerbrot ist speziell Dönerbrot. Wir haben eine eigene Bäckerei. Ah. Die wird dort gemacht. Okay, heftig, Mann. Heftig. Weißt du, was ist euer Geheimrezept bei Brot? Sei ehrlich. No piece of egg. Wir sehen schon alles knackfrisch, alles perfekt, von Salat bis Soßen. Also ich werde dir, sage ich euch schon vorher, ich werde einen Döner mit Schaf und Tzatziki nehmen, weil ich Soßen liebe, aber ich werde auch einen ohne Soßen nehmen, weil ich euer Fleisch selbst gemacht und selbst Brot will ich würdigen und will schauen auch, wie der Einzelgeschmack ist. Da kommt nochmal frisches Brot hier. Sehr interessant und wichtig für euch zu wissen, scharfe Soße kam auf das Brot, bevor es in den Ofen kam. Sehr interessant erstmal. Schon mal die Herangehensweise von verschiedenen Restaurantbetreibern, sage ich jetzt einfach mal so. Dieses Brot ist im Vergleich zu vielen anderen, es gibt ja dieses klassische dünn, zack, knackig. Es ist eher ein präsenteres Brot, fluffig, weich von außen, etwas dicker. Schon mal ein riesengroßer Unterschied zu vielen anderen Dönern, wenn du sie testest. Erster Eindruck beim Döner, sage ich ja immer wieder, sehr entscheidend. Tzatziki sehr präsent. Kommt direkt durch. Im Nachhinein die Schärfe, die durchdringt, kommt so ganz leicht die Chili-Note. Aber erstmal nur leicht. Ich feiere halt die Art, Döner zu machen, beziehungsweise ein Gericht zu präsentieren. Wenn wir an diese Stufe von einem Döner gehen, dann ist es durchdacht und ist es gewollt, so wie es ist. Da gehe ich mal von aus. Und die Chili-Note kommt dezent im Hintergrund, mit dem schon in den Pfostenofen reingeht. Die Soße da rein, das ist alles durchdacht. Und die Chili-Note kommt hinten rum. Sehr angenehm. Das ist nochmal komplett ohne Soße. Ich habe jetzt ewig nachgedacht, wie ich euch den Döner am besten erkläre. Ich finde den wichtigsten Punkt erstmal das, was ja, woran man alles irgendwo auch runterbricht, ist das Fleisch. Das ist ja das Herz des Döners, wenn man es so sagen mag. Und diese Pute und das Kalb gemischt, ist was Neues. Ich möchte es euch einfach so erklären, du hast es nicht durchgehend präsent, dass du immer direkt merkst, es ist gemischt, sondern es ist eher ein etwas präsenterer Anteil von dem Kalb. Pute kommt aber auch zwischendrin. Ich würde jetzt vergleichen, wenn man einen Döner nimmt und sagt, macht 20% Pute rein, 80% Kalb. So in dem Dreh, das wird wahrscheinlich nicht die Zusammensetzung sein, aber das Kalb ist einfach sehr präsent. Ich finde es sehr interessant, sehr special-mäßig, das so zu testen. Die Soßen haben mich sehr überzeugt. Das Brot fand ich sehr lecker. Das Fleisch ist einfach anders. Und man merkt, es ist self-made, es ist heftig, es ist durchdacht. Für mich kriegt der Döner 8,8 von 10 Punkten. Kurze Einspielung, nach eingehender Prüfung der Bewertung der Döner zuvor gebe ich sogar eine 8,9. Das kurz eingespielt. Es gibt sogar eine 8,9 für diesen Döner. Wenn man hier wohnt, den muss man gegessen haben. Man muss ein Feinschmecker sein. Man muss wissen, was gut ist. Und dann bewertet man den Döner als gut. Wenn man von irgendeiner Kritik in dieser Klasse überhaupt sprechen darf, dann würde ich das Brot noch ein klein wenig dünner machen. Gleiches Brot, perfekt. Flauschig, perfekt. Aber ein Millimeter zu präsent. Sonst wäre das ein Döner gewesen. Wäre noch ein bisschen höher gewesen. Einfach top.
Okay, ich habe gerade noch gehört, die haben ja mehrere Läden. Hier spricht es die Kunden mehr an aus dem Ofen. Sie haben auch Läden, da machen sie es auf dem Grill und dann ist es dünner. Also machen sie es in einem normalen Sandwich. Ja, es wird einfach kundengerecht angeboten. So, aber so viel nochmal zu dem Brot. Ihr habt ja mitgekriegt, wie ich bewertet habe. Ne? Ich sage euch auch ehrlich, mir ist egal, wenn jemand daneben sitzt. Ich habe schon oft auch da eine schlechte Bewertung gegeben. Wie war das Feeling für dich? Hast du mitgezittert mit der Bewertung? Also wir waren froh, dass wir eine gute Bewertung bekommen haben. Auf jeden Fall. Ich freue mich genauso, dass ich einen guten Döner gekriegt habe. Nichts mag ich lieber. Ich hasse es, schlechte Bewertung zu geben. Aber das war gut. Damit beende ich dieses Video. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Supporten, für die ganzen Likes, für die Kommentare. Haut mir auch die gerne wieder voll. Und ich sage euch, Leute, bis zum nächsten Mal.